Hollywood zu Hause. Heimkinogenuss in Vollendung. Hallo Heimkino-Freunde und willkommen in unserem schönen YouTube-Channel. Es geht um das Thema Beamer-Kalibrierung. Vielleicht haben Sie schon festgestellt, ich habe vor kurzem ein anderes Video hochgeladen. Da ging es um das Thema Live-Test. Eventuell haben Sie das Video sogar schon gesehen. Und dann habe ich so ein bisschen schon so einen kleinen Eindruck vermittelt, um was es geht. Live-Kalibrierung. Kurz und knapp, es geht um das Thema Beamer-Vorkalibrierung, die ich jetzt in Zukunft für Sie live dokumentiere, wie ich Ihren Beamer kalibriere, den Sie bei uns im Online-Shop bestellt haben. Darum geht's. Wenn das für Sie uninteressant ist, dann können Sie jetzt gleich auf Pause drücken und sich ein anderes schönes YouTube-Video raussuchen. Ansonsten möchte ich Ihnen kurz erklären, was da für Gedanken dahinter stecken. Vom Grundsatz haben wir folgende Situation. Ein Beamer muss zwingend an den Raum angepasst werden. Wir haben immer verschiedene Leinwandgrößen, Leinwandbeschaffenheiten, Abstände vom Beamer, Raumumgebungen, sprich das Optimum ist es immer und da gibt es eigentlich gar keine Diskussion, eine richtige Vor-Ort-Kalibrierung von einem Projektor. Die bieten wir auch nach wie vor an übrigens. Bei Sony ab der 8000 Euro Preisklasse, sprich VW 570 aufwärts. Bei JVC geht das kalkulatorisch leider nicht beim N7, sondern erst beim NX9. Aber genau das ist so ein Fall. Wie schaffen wir es jetzt bei einem Kunden, der einen JVC DLA N7 erwirbt oder auch den N5 oder halt auf jeden Fall einen Projektor, der unter der Vor-Ort-Kalibrierungsgrenze liegt? Wie schaffen wir es, diesem Kunden einen guten Service zu bieten? Bisher haben wir so gemacht, ich habe die Projektoren immer sowieso selektiert. Das heißt, das kostet bei uns auch keinen Mehrpreis. Ich mache da jetzt auch kein Marketing-Primborium drum. Ich prüfe alle Beamer, die mein Haus, meine Firma verlassen, vorher einmal selbst durch. Das gebe ich auch keinem anderen, das mache ich alles selbst. Bisher war es so, dass ich mich geweigert habe, Vorkalibrierungen zu machen, weil die meiner Meinung nach dem Kunden fälschlicherweise vermitteln. Er packt den Beamer aus, stellt ihn hin und hat dann sofort ein Referenzbild. Das ist einfach nicht richtig, weil wir haben einfach Einflüsse, Leinwand etc. Wir haben stattdessen probiert, eine hochwertige Kalibrierungsdisk schmackhaft zu machen. Die ist auch toll. Da habe ich auch selber mitgearbeitet. Da sind prima Workshops dabei. Wie stelle ich mir überhaupt mal Bildformat richtig ein? Helligkeit, Kontrast, Schärfe etc. Die Basics, die häufig vergessen werden, gerade von Kunden, die einen vorkalibrierten Beamer bekommen. Die denken, das Ding ist vorkalibriert, ich hänge den hin und schon geht's los. Trotzdem, so gut diese Burosch-Kalibrierungsdisk auch ist, jetzt in Zeiten von HDR bringt es herzlich wenig. Da braucht man eine neue Antwort. Und es gibt noch keine Kalibrierungsdisk, keine, die mir bekannt ist, wo Sie als Endanwender HDR gut kalibrieren können. Jetzt habe ich mir überlegt, okay, ich muss also doch auch ein Stück weit hier eine Lösung anbieten, die Richtung Vorkalibrierung geht. Aber wenn wir es machen, dann probieren wir den Kompromiss so gering wie möglich zu halten und vor allen Dingen ehrlich zu bleiben. Bei mir wird kein Kunde am Telefon zu hören bekommen, der ist vorkalibriert. Machen Sie sich keine Sorgen, das passt schon. Das ist Käse. Aber möglichst nah an den Punkt kommen, wo Sie mit dem Beamer dann toll arbeiten können. Der Grundgedanke besteht zum einen daraus, dass wir die Kalibrierung so praxisnah wie irgendwie möglich an Ihre Umgebung abstimmen. Und der zweite Punkt besteht darin, dass Sie eine ganz klare Dokumentation bekommen, einen Nachweis, selber dabei sein können, quasi, wie ich Ihren Beamer kalibriere. Ich bin ISF-zertifiziert und mache das alles selber. Auch das gebe ich nicht in dritte Hände. Das ist mir wichtig. Ich checke Ihren kompletten Projektor, ich kalibriere den kompletten Projektor und mache mit dem Handy eine Videodokumentation unter Angabe Ihrer Seriennummer und Ihres Namens, sodass Sie wirklich wissen, das Gerät, was Sie in den Händen halten, haben Sie per WhatsApp oder E-Mail, wie auch immer Sie das Video bekommen, von mir dokumentiert bekommen. Das ist der Gedanke. Und wie das aussieht, im Groben, zeige ich Ihnen jetzt mal. Ich fange gleich mal mit dem Haken an der ganzen Sache an, nämlich der Bild- und Tonqualität des Live-Calibration-Videos. Die ist nämlich dann auch später auf demselben Niveau wie jetzt
Nicht wie gerade eben im Büro mit digitaler Spiegelreflex auf Stativ mit Funkmikrofon am Revers, sondern komplett hier über ein gutes, aber eben dann doch ein Mobiltelefon. Das Ganze muss auch praktikabel sein, denn ich möchte Sie hier in diesen Raum mit reinnehmen, um Ihnen zum Beispiel hier Ihren Projektor zu zeigen. Und nehmen wir mal an, Sie haben sich hier für diesen JVC DLA in 7 entschieden. Dann beginne ich damit, dass Sie in dem ersten Video, was Sie von mir bekommen, erstmal ein Walkaround erhalten, dass das Gerät optisch unversehrt ist. Da prüfe ich dann auch Zustand hier von der Linse. Sind hier Kratzer, sind hier Staubanschlüsse etc. vorhanden? Als zweites schauen wir uns dann zusammen Thema Lüftung an. Da gehe ich dann nah dran, niedriger Lampenmodus, hoher Lampenmodus, um dann einfach auch zu prüfen, summt, fiept, zischt, zirpt, quiekt, mut, was auch immer, der Projektor, alles schon gehört, um einfach das auch mal zu dokumentieren. Dann kommt der schönste Part. Erstens, ich stelle den Projektor so auf, wie Sie ihn bei sich einsetzen. Also nicht exakt, aber halt möglichst ähnlich. Das heißt, wenn Ihr Projektor so wie hier auf dem Tisch steht oder so wie hier oben dieser VW 760 auf so einem Brett und dann darunter strahlt, das berücksichtige ich. Wenn Ihr Projektor in Rückenlage hängt, quasi an einer klassischen Deckenhalterung, dann stelle ich Ihnen auch das gleich ein. Vorteil dabei, Sie müssen dann nicht mehr unkomfortabel erstmal selber durch ein invertiertes Menü sich durchnavigieren und dann gucken, wo stelle ich das Ganze um. Ich probiere auch den Abstand vom Beamer zur Leinwand grob so herzustellen, wie Sie das nachher auch in Ihrem Heimkino haben. Natürlich auch Bildgröße. Ja, ist ja wurscht, wenn ich jetzt hier ein paar Meter mehr einstelle. Ich muss ja eben nur in der Mitte kalibrieren. Und selbstverständlich auch das Tuch. Jetzt kann ich hier standardmäßig einmal mit unserem Akustiktuch arbeiten. Oder wir haben hier noch eine Multiformat-Motorleinwand installiert, um den Kunden Vergleichsangebote darzustellen. Kann ich jetzt hier auf die Schnelle auch mit einem normalen Tuch, mit einem höheren Gain, auf die Schnelle direkt kalibrieren. Wenn Sie aber ein Spezialtuch haben, probieren wir auch das möglichst gut abzubilden. Da ist wieder der Vorteil, dass wir als Leinwandhersteller einen guten Zugang zu entsprechenden Tuchmustern haben. Denn wir wissen natürlich, was die Mitbewerber so treiben und wo wir uns da positionieren und was unsere Tücher ein Stückchen besser können als die von den Kollegen. Und da wissen wir eigentlich ganz gut Bescheid, was für Tücher am Markt draußen so unterwegs rumschwirren. Das heißt, Video 1. Erstens mal so die Umgebung vom Projektor darstellen. Und dann kommt der Part, der logischerweise am meisten Spaß macht. Sie bekommen von mir keinen Projektor, den ich nicht persönlich nicht nur gecheckt habe mit Testbildern, das gehen wir gleich durch, sondern den ich auch ein Stück weit aus der Praxis kennengelernt habe. Ich habe jetzt nicht die Zeit, mit jedem Projektor hier 50 Stunden Filme zu schauen, um Himmels Willen. Aber so 3 bis 5 Stunden bekommt jeder Projektor drauf, indem ich dann hergehe. Und zum Beispiel hier, ich zeige mal ein Beispiel. Ich gehe als allererstes her, nehme hier von unserem Kaleidoscape Server bestimmte Szenen. Hier habe ich zum Beispiel eine, wo ich dann, ich mache jetzt auch mal kurz das Licht aus, direkt gleich mal prüfe, 2K Darstellung hinsichtlich Natürlichkeit. Jetzt noch im unkalibrierten Zustand, einfach mal prüfen, stimmt soweit alles mit dem Projektor in den Basiseinstellungen. Wie ist die Bildverarbeitung? Fällt mir irgendwas auf? Fällt mir irgendein Flackern auf oder sonst irgendwas? Wie ist die Bewegtbilddarstellung? Also einfach mal Eindrücke sammeln. Diese Szene ist zum Beispiel deswegen interessant, weil hier relativ viel Grün zu sehen ist. Und ich kann jetzt auch nochmal eine andere Szene wählen. Aber gut, ich will das Video jetzt auch nicht zu aufblähen. Ich zeige das nachher nochmal später. Sprich, jeder Projektor wird erstmal einem Praxischeck unterzogen. Das ist Video Part 1. Jetzt kommen wir zu Part 2. Zu dem Zweck stelle ich zuerst mal mit Ihnen zusammen die Schärfe ein. Das kann zwar das Handy leider nicht so gut wiedergeben, wie ich das gerne hätte, weil das wird hier immer ein Stückchen unscharf aussehen, aber ich möchte auf jeden Fall dokumentieren. Ich mache das jetzt gerade mal, dass ich hier in einem Videotake die Schärfe einmal so einstellen, wie es ideal ist. Machen wir es mal so. Um einfach das Thema Bildschärfe, Konvergenz etc. zu behandeln. Ich checke das jetzt aber nicht mit diesem internen Gittermuster, sondern ich laufe hier rum wie ein Betrunkener. Dafür nehme ich diesen Testbildgenerator
Der hat nämlich sehr schöne Patterns zu bieten. Und die kennen Sie auch von meinen Testvideos. Zum Beispiel das hier. Ich muss jetzt nur mal eben kurz hier die Quelle umschalten. So. Und dann können wir auch schon nach vorne gehen. Signalerkennung lässt grüßen. Dauert bei JVC immer eher mal eine Sekunde länger. So, wenn sich jetzt auch mal gnädigerweise das Handy einstellen würde. Also, wir gehen jetzt mal hier nach vorne. Und jetzt kann ich halt hier wunderbar für Sie dokumentieren, dass der Beamer in dem Fall hier bei nativer 4K-Zuspielung genau die Bildschärfe hat, die für das Gerät auch in Ordnung ist. Solche minimalen Effekte wie hier werde ich dann kommentieren. Und dann wissen Sie einfach, ist das jetzt normal, natives 4K-Panel, native 4K-Zuspielung? In dem Fall ja. Das ist auch vergleichsweise wenig, wenn ich mir da so andere Projektoren anschaue. So, und hier checken wir jetzt, und das ist eigentlich der wichtige Punkt. Zum Beispiel jetzt mal hier drüben mit dieser Diagonallinie, wie ist es denn um die Konvergenz bestimmt? Das hier ist jetzt grundsätzlich dafür, dass es out of the box ist, ein anständiges Ergebnis. Und vor allen Dingen deswegen, wenn wir uns jetzt auch mal hier anschauen, weil es jetzt nicht so ist, dass irgendwie ganz flächig die blauen Subpixel auf der einen Seite nach links, auf der anderen nach rechts wegdriften und es sich einfach korrigieren lässt. Auch hier in den Bildrändern prüfen wir die Darstellungsqualität. Und der Projektor hier, den kenne ich jetzt natürlich recht gut, weil ich mit dem viel gearbeitet habe, der ist einwandfrei. So, stelle ich mal eben kurz das Handy hier hin und zeige Ihnen noch ein paar weitere Testbilder, mit dem ich Ihren zukünftigen Projektor checken werde. So. So passt das jetzt. Und zwar kommen wir jetzt zu dem Thema vollflächige Farbdarstellung und damit kann ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erwischen. So, wir werden jetzt gleich ein rotes Testbild sehen und ich mache dafür auch mal das Umgebungslicht aus. Und wir sehen jetzt hier weder einen Pixelfehler, aber noch, für mich viel wichtiger, weil Pixelfehler sieht man in der Regel nur noch sehr, sehr selten, Ausleuchtungsgleichmäßigkeit. Man kennt das Thema auch von Fernseher unter dem Begriff Clouding. Ja, wenn jetzt irgendwo eine Wolke zu sehen ist, die dann entweder etwas dunkler oder heller ist, wo einfach der Projektor nicht in der Lage ist, das Bild schön gleichmäßig auszuleuchten. Im Übrigen, weil ich es gerade auf der Kamera sehe, hier, diese Verzerrung, die macht das Handy-Display. Das macht nicht der Beamer. Da sind dann einfach mal die Grenzen der Aufnahmetechnik gesetzt. Aber ich bin froh, dass das Handy dann trotzdem noch eine vergleichsweise anständige Auflösung bietet. Hier beim Weiß, um wieder zum Beamer zurückzukommen, da sieht man sofort Thema Flackern oder irgendwie hier Probleme netzteilseitig, indem das Bild in irgendeiner Form unauffällig, plötzlich auffällig in Erscheinung tritt. Das ist auch ein sehr schönes Testbild. Hier gehe ich nochmal etwas näher ran. Und zwar kann man hier auch nochmal prüfen, dass die Bildverarbeitung genau so funktioniert, wie es auch dem Gerät zugedacht ist. Kann nicht jedes Gerät wirklich so gut umsetzen wie hier der JVC, der es hier schafft, diese Farbrampen ohne Zwischenstufen abzubilden. Und zwar mit allen Farben. Das wird auch dokumentiert. Und last but not least kommen wir dann hier, das ist jetzt halt mit dem Handy ein bisschen schwierig, zum Thema geometrische Eigenschaften des Objektivs, wo man hier, zumindest jetzt, wenn man davor steht, übers Handy bin ich mir nicht sicher, eindeutig erkennt, dass der Projektor keine auffälligen Kissenverzerrungen oder sonstigen Effekte hier, sonstige Effekte aufweist. So, das war soweit mal Part 2. Das ist das zweite Video, was Sie bekommen. Und jetzt gibt es noch drei Videos obendrauf, nämlich Punkt 1, Kalibrierung für SDR hoher Lampenmodus, Video 4, Kalibrierung für SDR niedriger Lampenmodus und Video Nummer 5 ist Kalibrierung für HDR. Sie sind jetzt nicht bei jedem Kalibrierungsvorgang die ganze Zeit mit dem Handy live dabei. Das wäre nicht mehr zu handeln vom Aufwand, aber an den wichtigen Punkten, da sind Sie dabei. Und ich zeige Ihnen jetzt mal exemplarisch bei einer Kalibrierung, wie das dann aussieht. Ich baue kurz um und dann mache ich mit dem nächsten Take weiter.
So, ich habe das Ganze jetzt mal vorbereitet. Wir sehen jetzt hier drüben die RGB-Balance. Das heißt, das Weiß soll sich nachher hier zusammensetzen aus gleichen Anteilen Rot, Grün, Blau. Das ist die Gamma-Kurve. Hier sehen wir die maximale Helligkeit in Candela und das sind jeweils die 100% Farben. Und ich mache jetzt mal eine Messung mit dem Projektor mit der besten Einstellung out of the box. Das heißt, so kommt der Projektor, wenn Sie ihn im Natural-Modus auf dieser Leinwand betreiben würden. Und wie man relativ deutlich sieht, wir haben im Weiß bei hohen Helligkeiten zu viel Blau, zu wenig Rot, das Bild ist blaustichig. Die Helligkeit sind jetzt hier 85 Candela und wir sehen hier die Farben, die treffen halbwegs, allerdings hier unten Magenta liegt etwas verschiftet Richtung Blau daneben. So, jetzt habe ich hier mal ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich jetzt mal eine typische Kalibrierung, wie sie viele machen, vorgenommen und mache mal eine Vergleichsmessung. Ich schalte nur gerade um, denn Hintergrund ist jetzt der, wenn man jetzt dieses Messergebnis bekommt, dann geht man her und stellt das immer hier bei 80 und bei 30% ein. Das sind so die typischen Punkte, wo man den Weißpunkt im Gerät einstellen kann. Und dann schmeißt man das Blau runter, das Rot hoch. Und hier unten macht man es im Prinzip ähnlich. Und was dann rauskommt, zeige ich Ihnen jetzt einfach mal mit einer Messung, die wir zu Vergleichszwecken mal hier machen. Man sieht jetzt relativ schnell, das ist jetzt keine 100% Kalibrierung hier gewesen, aber so mal, um das ganze Prinzip zu dokumentieren. Man sieht jetzt schon an einem Blick, dass wir auf einen Schlag wesentlich gleichmäßigeres, neutraleres Weiß haben, eben D65 Weiß. So, auch die Farbpunkte passen jetzt halbwegs. Das ist jetzt hier rein nach den Primaries gemacht. So würde man im Normalfall in den typischen Bedingungen einen Beamer kalibrieren. So, jetzt haben wir hier 80 Candela und vorher, ich weiß, es waren 85, 86, 85, 5, genau. Also haben wir jetzt minimal an Helligkeit verloren. Jetzt kommt nur der Trick an der Sache. Und zwar kann man eine Kalibrierung auch schwarz optimiert machen. Und dazu stelle ich jetzt mal Kelman um. So, die Messung hat er vorher noch nicht gemacht. Wir sehen jetzt hier 0 IRE. Das heißt hier, ich mache jetzt überall die Autoblende natürlich aus, also die Iris. Das ist jetzt wirklich dann der reine Schwarzwert. Den messen wir jetzt mal und zwar auch nochmal für beide Modi. Das heißt zuerst den Modus, den Sie out of the box von dem Gerät bekommen. So, Gerät ist umgestellt. Beziehungsweise, damit es ein bisschen schneller geht, machen wir es mal ganz einfach. Ich stelle es jetzt nicht auf 11-Punkt-Messung ein, sondern hier 6-Punkt-Messung. Es geht jetzt ja nur darum, dass wir die 0 und 100% haben wollen. So. Also wir sehen hier 85,7 Candela, den Wert hatten wir ungefähr vorhin, Schwarzwert 0,005. Wenn ich diesen Betrag jetzt damit dividiere, dann bekomme ich den nativen Kontrast gemäß der Messung jetzt hier in dieser Umgebung. Das ist jetzt out of the box. So, und jetzt wieder den Modus der typischen Kalibrierung. Wenn man das eben nicht berücksichtigt, dann zeige ich Ihnen, wo da die Gefahr lauert. Sie sehen es jetzt schon, wir haben dadurch, dass wir hier die RGB-Balance hergestellt haben und hier teilweise auch die einzelnen Farbkanäle anheben mussten, auch den Schwarzwert angehoben, nämlich um fast das Doppelte. Das heißt, wir haben jetzt mit einem Schlag den Kontrast fast halbiert. Wir haben Helligkeit nicht so stark verloren, aber dafür den Schwarzwert im Prinzip verdoppelt. Und wir wollen ja immer einen möglichst niedrigen Schwarzwert. Hier noch zum Vergleich. Das war jetzt... Ach, Mist. Ich mache nochmal kurz die Vergleichsmessung. Tut mir leid, das ist jetzt der Live-Effekt. Jetzt habe ich in die falsche Messung hinein. Ich möchte es richtig dokumentiert haben. Die Zeit muss jetzt einfach sein. Sie können ja einfach spulen, wenn es langweilig wird, oder wegklicken. Aber wir machen das jetzt hier schon ordentlich. Also, jetzt nochmal hier die Messung. Out of the box. Um wirklich nochmal zu zeigen. 85 und hier 0,006. Ich lasse ihn jetzt eben kurz durchlaufen. Und dann, genau, sehen wir jetzt auch schon durch. Jetzt macht er noch kurz die Farben. Aber um die geht es jetzt nicht. Die behandeln wir gleich. Man sieht übrigens auch hier sehr schön den verrutschten Weißpunkt, weil er eben Richtung Blau rutscht, was man hier dann auch
in der spektralen Darstellung sieht. So, jetzt vergleichen wir mal hier 0,006 versus 85,6. 0,013 versus 81,009. Rechnen Sie selber den nativen Kontrast aus. Da haben wir jetzt eigentlich verloren. So, und die Kunst ist es jetzt beim Kalibrieren auch wieder hier den intelligenten Kompromiss zu finden. Und ich habe jetzt hier eine recht anständige Kalibrierung vorgenommen, so wie ich die typischerweise mache. Und die machen wir jetzt im dritten Fenster. Und zwar habe ich die jetzt Schwarzwert optimiert. So, wir verlieren deutlich an Helligkeit, aber wie Sie sehen, wir verlieren kaum bis gar nichts am Schwarzwert. Und wir haben eine neutrale RGB-Balance. Auch die Farben passen jetzt soweit, das gucken wir uns dann gleich nochmal an. So, und wenn ich jetzt eben den nativen Kontrast ausrechne, dann bin ich auf jeden Fall mit dieser schwarzwertoptimierten Darstellung oder Kalibrierung deutlich besser. Wenn ich 72,8 durch 0,006 rechne, habe ich ein höheres Ergebnis als hier 71 durch 0,013. Und das ist die Art und Weise, wie ich den Projektor kalibriere, nämlich auf eine aus meiner Sicht sinnvolle Art, um den Kontrast beizubehalten. Man könnte jetzt natürlich auch aus Kontrastgründen sagen, man fährt mit der Default-Einstellung. Da haben wir rein nominell den höheren Kontrast, allerdings deswegen, weil er hier im RGB-Verlauf einfach nicht linear erscheint und auf die Weise dann ein falsches Weiß darstellt. Ich bin der Meinung, das bringt uns dann auch nichts. Dann ist, wie gesagt, diese Einstellung hier aus meiner Sicht die sinnvollere. Und ich zeige Ihnen auch gleich mal, was das in Bezug auf die Farbdarstellung bedeutet. Da kann man nämlich auch intelligent kalibrieren oder eben jetzt rein auf die 100% Punkte achten. Viele von den Einstellungen kennen Sie sicherlich schon von einigen Videos, aber ich packe es hier einfach nochmal rein, denn das halte ich generell für wichtig. So, ich messe jetzt mal durch. Out of the box. Wie kommt das Gerät aus dem Karton raus? Jetzt habe ich hier gerade die falsche Taste gedrückt, muss kurz warten. Was wir hier jetzt sehen, sind immer die 100% Farben. Wir arbeiten jetzt hier im SD-Bereich, das heißt BT709. Aber weshalb ich die Messung mag, wir checken jetzt hier eben auch Zwischenstufen, weil wir können beim Kalibrieren im Wesentlichen immer nur die Primaries, also Rot, Grün, Blau einstellen und die Secondaries, Cyan, Magenta, Gelb. Und alles, was dazwischen liegt, ergibt sich halt eben aus dem, was ich bei den äußeren Koordinaten justiert habe. Und dieser Color Checker misst dann halt eben, wie habe ich jetzt hier Blue Flower oder Bluish Green oder Orange. Und ganz wichtig sind hier hinten dann diese Farben, weil das typischerweise Farben sind, mit denen man Gesichter darstellt. Wir sehen dann hier oben die durchschnittliche Abweichung zum Sollwert und hier die höchste Abweichung. Und wir sehen jetzt schon relativ gut, dass viele Farben in diesem Bereich hier deutlich Richtung Grün geschiftet sind. So, und wenn ich jetzt hergehe und kalibriere einfach jetzt nur die 100% Punkte, dann habe ich lediglich die äußeren Schnittpunkte hier betrachtet, aber nicht alles, was innen drin passiert. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie ich mir das vorstelle bei einer korrekten Kalibrierung. Und deswegen arbeite ich eigentlich, was die Farben betrifft, vornehmlich mit dem Color Checker und jetzt nicht mit den anderen Ansichten, wo ich bloß auf die 100% Achsen gehe. Und machen wir mal hier den Vergleich. Das ist jetzt hier, also ich überspringe jetzt die Zwischenkalibrierung, die wir vorhin hatten. Das ist jetzt gleich die richtige aus meiner Meinung nach, wo wir dann hier einen deutlichen Unterschied sehen, dass mit einem Schlag gerade die Zwischenfarben exzellent passen. Und ich lege hier besonderen Augenmerk darauf, dass einfach die Hauttöne gut funktionieren und somit eine realistische Darstellung der entsprechenden Gesichtstönungen etc. gewährleisten. Und ich denke, das Ergebnis, ja, wir vergleichen es gleich nochmal. Es lässt sich halt auch nicht verhindern, und das ist jetzt hier eben sehr schön zu zeigen, dass man auch mal einzelne Ausreißer hat. Eine Kalibrierung ist eben auch ein Stück weit, habe ich vorhin schon, glaube ich, mal erwähnt, immer auch ein Kompromiss. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier sehr schön, dass wir hier bei Blau und bei Magenta, das sind jeweils die 100% Punkte, kleine Ausreißer haben. Ich meine, gut, das ist jetzt alles auf einem verdammt
hohem Niveau, also Blau liegt jetzt hier bei 3% Abweichung. Aber das ist 100% Blau, nämlich dieses hier, weil das liegt nicht ganz auf der Koordinate. Das ist mir aber gar nicht so wichtig. Wichtig ist mir, dass die Punkte hier in der Mitte passen, dass sich praktisch das, was ich hier außen einstelle, so auswirkt, dass die ganzen Mischfarben möglichst gut passen. Und so kalibriere ich. Und dann komme ich eben bei Ihrem Projektor auf eine durchschnittliche Abweichung. Es muss nicht zwangsläufig bei Ihrem auch so sein, aber in diesem Fall, wenn es jetzt Ihrer wäre, würde ich auf 0,9% kommen, während out of the box eben ein Niveau von über 3% geboten wird. Jetzt kann man natürlich sagen, ich dramatisiere hier etwas, das sind letztendlich 2% Unterschied, aber man muss bedenken, und da gehe ich jetzt mal zurück, wir haben halt letztendlich überall ein paar Prozent und das summiert sich. Wir haben hier eine falsche Weißdarstellung gehabt, etc. Und jetzt passt die eben. Und das sind halt so Punkte, falsches Weiß, Farben haben nicht ganz gepasst, da summieren sich die ganzen kleinen Fehlerchen zusammen, sodass man da eben mit einer zielgerechten Kalibrierung doch ein gutes Stück gewinnen kann. Zusammen eben mit einer guten Dokumentation, die Sie ja auch noch bekommen. Es gibt dazu ja nochmal das ISF-Protokoll. Ja, Kalibrierung ist durch. Bevor jetzt der Projektor, übrigens bei uns immer ab sofort standardmäßig in einem großen Umkarton reichhaltig gepolstert, damit das gute kalibrierte Stück auch den Weg unversehrt zu Ihnen findet. Bevor das der Fall ist, gehe ich dann auch nochmal her und mache final nochmal einen Bildcheck. Zu dem Zweck Licht aus und ich gebe Ihnen jetzt auch mal gleich ein Beispiel. Das können Sie auf Wunsch auch gerne in Ihrem Kalibrierungsprotokoll bzw. Video von mir erhalten. Ich gebe Ihnen dann auch gerne mal Beispiele, womit man die Bildqualität gut checken kann. Ich nehme zum Beispiel gerne Man in Black 3. Da gibt es hier eine Szene, die lasse ich mal eben kurz laufen. Die eignet sich schon mal recht gut, um einen Projektor zu prüfen. Und zwar ist das eine Szene, die findet hier am späten Nachmittag statt. Sollte schöne, warme Töne haben. Hier kann man auch sehr schön die Bildschärfe erkennen. Gerade hier bei Will Smith, wenn gleich diese Nahansicht kommt, genau die meine ich hier. Ich drücke mal auf Pause und ja, das Handy flackert jetzt ein bisschen. Das ist nicht der Beamer. Und hier sieht man dann grundsätzlich schon mal sehr schön, ob die Darstellung in einem guten Maße erfolgt, ob hinten der Himmel auch wirklich schön strahlend blau dargestellt wird und nicht irgendwie Wolken verhangen, ob die Gesichtsfarben realistisch sind. Das kann man an der Szene wunderbar erkennen. Und dann zeige ich Ihnen nochmal eine andere Szene, die ähnlich funktioniert, allerdings eher ein anderes Farbspektrum abfragt. Das ist nämlich dann Spider-Man. Ich muss noch warten hier, bis der Server umswitcht. Und da muss ich Spider-Man finden. Ich mache es mir jetzt mal einfach. Ich gehe jetzt mal hier über das Menü. So. Das war jetzt der falsche Spider-Man-Film, das gibt's doch gar nicht. Ach, da war unter A, wie. Das sind immer solche Sachen, da kriegt man Vogel. Das ist unter A abgespeichert. Amazing Spider-Man. Na gut, was soll's. Also, nehmen wir mal hier eine Szene und dann hüpfe ich ja gleich zu einer zweiten. Also die Szene, die wir jetzt nehmen bei Spider-Man, Rise of Electro, ist auch wieder unter einem ähnlichen Aspekt zu sehen. Tageslicht haben wir hier. Allerdings mit etwas anderer Farbgebung, gerade durch diese blauen Umhänge. Und hier stellt man sehr schnell fest, ob die HDR-Darstellung generell jetzt zu dunkel ist, weil das Ganze spielt am wahrscheinlich frühen Nachmittag und so soll es einfach aussehen. Und bei einem Projektor, der hier zu dunkel arbeitet, sieht das Ganze aus, als ob hier Wolken aufgezogen sind. So, jetzt nehmen wir hier nochmal eine andere Szene. Und zwar ist das jetzt hier Schwarzwert, Durchzeichnung, HDR. Gerade hier diese Anfangssequenz zum Times Square, hier sollten jetzt nicht die ganzen Häuserfassaden komplett alle weggeschluckt sein, während gleichzeitig die weltbekannte Times Square Beleuchtung lebendig und jetzt nicht irgendwie gedimmt rüberkommen muss. Und das sind solche Szenen, wo ich dann einfach zum Schluss nochmal den kompletten Projektor in aller Kürze nochmal durchchecke, um zu sehen, ist das, was ich gemessen habe, auch korrelierend mit dem tatsächlichen Bildeindruck hier in der Praxis unter den Bedingungen? Kann ich da letztendlich guten Gewissens sagen, dass der hier sorgfältig verpackt und dann zu Ihnen geschickt wird?
Genau. So, ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Ich weiß, das war ein Stückchen jetzt hier gerade hier mit dem PC vielleicht etwas trocken, aber Sie haben es jetzt geschafft. Das Video ist zu Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich bedanke mich noch mehr, wenn Sie dadurch Interesse an einem Projektor von Takeoff Media erlangt haben. Bei Fragen, welches Gerät für Sie das Beste ist, etc., stehe ich persönlich gerne zur Verfügung. In dem Sinne, bis vielleicht schon in Kürze am Telefon oder per E-Mail. Tschüss.